Marius Möchel, Niederlage in Augsburg. Benoit Laporte hatte im Vorfeld schon gewarnt vor dem Hexenkessel hier bei den Panthern. Es wurde Wahrheit. Hat sich wieder bestätigt, würde ich sagen. Wir sind einfach im ersten Drittel nicht zu unserem Spiel gekommen. Wir haben die viel zu viel kommen lassen, sind nicht auf den Mann gegangen. Und dann im zweiten Drittel war es besser. Aber schlussendlich hat es einfach die Kleinigkeiten entschieden und die liefen heute einfach nicht für uns. Und man würde auch sagen, dass die Strafen ein bisschen mit reingespielt haben? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir waren in jedem Drittel mindestens 8 Minuten in Unterzahl. Das kostet Kraft und ist hart, aber ich denke, da haben wir gut dagegen gehalten. Aber vielleicht hat es am Ende dann einen Ausschlag gegeben, dass wir ja nicht mehr so zusetzen konnten. Los! Thank you. Yeah, it was just one of those nights where, you know, my teammates found me in good opportunities and, you know, luckily the puck went in for me tonight. So, huge win for us. You know, yeah, like you said, Hamburg is a great team. We haven't been very good at home. We knew we had to come out against a big team and play physical, you know. John Zeiler, I think, got us started, got the crowd into it. We fed off that. We had some fun tonight. It was fun playing in front of this crowd and, you know, the win was the most important thing. So, every game's a big game. It's a tight race. So we need to make sure we come ready every game. Okay, thank you.